Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Vanessa von Vanessas Pflanzenwelt und in diesem Video zeige ich euch meine weihnachtliche Dekoration. Das war nicht so ganz einfach mit den ganzen Zimmern Pflanzen, aber mein Tannenbaum hat es geschafft und ich mag lieber einen künstlichen Tannenbaum aus dem Grund, dass ich weiß, den kann ich jedes Jahr wieder verwenden und es muss nicht extra ein Baum für mich sterben. Ja. Das ist mein neuer kleiner Kamin. Und hier nebendran, unter meiner Zimmerpflanzenlampe, zeige ich euch mal hier. Das ist die Epipremnum variegata. Hier nebendran haben wir eine kleine Alocasia Black Velvet. Hier ist eine riesige, gigantische Alocasia Pink Dragon. Die macht auch wieder fleißig Blätter, trotz Heizung. Nebendran ist die Monstera Aurea. Allerdings leidet die ein bisschen an der Heizung. Dann haben wir hier die Strawberry Shake. Nebendran ist die Monstera Freckles. Die macht auch schon zwei neue Blätter. Immer schön mein Luftbefeuchter an. Dann haben wir hier was? Das ist die, Moment, ich muss lesen, Philodendron Micans Pink Variegata. Die hat auch schön ein neues Blatt gemacht. Dann habe ich hier mal meine Raffidiphora Aurea umgetopft. Ich hatte nämlich gemerkt, dass ihre Triebe einfach falsch herum wuchsen. Also quasi die neuen, wie soll ich sagen, die Luftwurzeln quasi, ne? Und dann habe ich das Ganze einmal hier an dem Rangstab rumgedreht. Ja, hier haben wir meine Raffidiphora Aurea Albo. Ah, nicht Aurea, einfach nur Albo. Die hatte ich allerdings umgekattet. Aber da kommt schon wieder was Neues. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann auf dieser Seite. So, ganz da unten kommt wieder ein kleiner Neuaustrieb. Ja, das hier ist die Alocasia Silver Dragon Variegata. Und hier nebendran hat auch ein schönes neues Blatt gemacht, die Alocasia Freckles. Ach Quatsch, nicht Freckles. Quatsch, das ist die Freideck. Die ist auch schön. Ja, das hier, das arme kleine Geschöpf, das war meine Florida Beauty. Aber ich warte, ein neues Blatt ist sich am Aufrollen. Ja, und hier haben wir meine Philodendron Bilitaea
Variegata. Und hier nebendran auch eine Philodendron Bilitaea variegata. Macht auch wunderschöne Variegation. Ja, soweit geht es den Pflanzen ganz gut. Mit den Heizungen kommen sie ganz gut zurecht. Hier unten in meinem neu angelegten Terrarium habe ich ganz hinten eine Zamiokulgas Zamifolia variegata. Ganz, ganz hinten. Das eine Blatt hat schon Wurzeln gezogen. Ja, die Alocasia Jacqueline Mint variegata ist noch eine kleine Knolle. Das erkennt man jetzt nicht. Das ist schön gut versteckt. Davor sind 3 Obliqua Perus. Die bekommen schon Blätter. Und ganz hier vorn kann man natürlich jetzt nicht genau sehen, habe ich mehrere Rhizome zum Wurzeln. Kann bis zu 3 Monate dauern bei Rhizome. Ich halte das Substrat immer schön feucht. Habe jetzt hier mal einen Spalt offen, damit ein bisschen belüftet wird. Ja, und hier habe ich noch so ein paar größere. Das hier ist die Alocasia Ceprina Black Steam. Nebendran war noch die Alocasia Poly. Ja, dann haben wir hier noch, wie gesagt, das ist die Zamiokulgas Zamifolia Variegata. Ja, der hat auch schon einen ordentlichen Neuaustrieb. Zeige ich euch mal. Seht ihr das? Ist schon gut gewachsen. Das war ganz am Anfang so ganz mikroklein, wie ein Fingernagel. Und jetzt ist schon richtig schön groß geworden. Die wächst halt leider sehr langsam. Allerdings hatte ich wieder mit Tripse zu tun. Ja, da habe ich jetzt eine Idee, indem ich halt immer, Nehmöl verwende. Da gibt es extra eine Sprühflasche dazu. Die rühre ich mir dann an. Ja, und dann besprühe ich und behandle ich sie. Ich meine, die Pflanzen sind jetzt eh in der Winterruhe. Ne? Da muss man halt sich ein bisschen gedulden. Ach so, und hier ganz hinten dran, versteckt, steht meine Philodendron Caramel Marble Pink. Die habe ich gelesen, braucht nicht so viel Licht. Die hat es gern eher ein bisschen schattiger. Jetzt habe ich den Zwerg umgeworfen. Ja, und hier sind noch so ein paar kleine Babyplants. Das hier ist, das ist die Alocasia Mint. Ach nix, Alocasia. Heute mache ich ein lauter Versprecher. Das ist die Monstera Adansoni Mint. So. Ja. Und hier das ist diese Herzblume Variegata. Aber die ging mir schon oft kaputt. Ich versuche es halt mal nochmal. Das muss jetzt erstmal wurzeln. Ja. Und ganz da hinten, das ist eine Monstera Adansoni Aurea. Naja, war ein Tausch. Mal gucken, was daraus wird. Hier oben noch eine, wie heißt sie denn noch? Die ganz einfache, die Monkey Mask. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ich habe schön ordentlich dekoriert. Und lasst euch ordentlich beschenken und genießt die Zeit. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao.